kann man ja immer noch weghauen, das Ganze. Würde ich ja auch Fensterscheiben tatsächlich machen, weil ich die tatsächlich schicker finde. Hier auch, bei der Rundung müssen wir halt echt schauen. Das wird hier nicht funktionieren. Da schon, aber sonst die Rundung dann. Da müssen wirklich Glasblöcke hin. Hier wird dann auch wieder das funktionieren. Von daher, in dem Fall haben wir sogar auch hier die, die Fensterproblematik ein bisschen optimiert, dass wir da nicht so viele Rundungen machen müssen. Das ist schon mal ganz gut. So, nochmal fix zurücksteppen hier. Dass wir da noch ein bisschen mehr Baumstämme bräuchten, auch wenn wir da gerade erst welche rausgeklöppelt haben. Und halt noch Glasscheiben, weil wichtig. So, flop. Ne, dass wir da direkt schon, dass wir da nicht so ein halbfertiges Ding Ewigkeiten lang stehen haben. Sondern auch ein bisschen ranhalten. Nicht so viele parallele Baustellen haben. Kann zwar manchmal auch ganz interessant sein, weil wenn man bei dem einen Ding nicht weiterkommt, dann wechselt man einfach zu dem anderen hin. Oder man hat neue Inspirationen dann plötzlich. Das ist schon nett, wenn man dann auch mehrere Sachen hat. Oder wenn man sich denkt, ach nee, ich habe jetzt keine Lust, irgendwas Neues anzufangen. Was habe ich denn noch angefangen? Was kann ich denn noch weitermachen? Das ist natürlich schön. Aber ist halt auch immer, dass man sich dann auch stellenweise denkt, ach ja, ich müsste da ja eigentlich weitermachen. Ich weiß aber nicht, wie ich das gerade machen soll. Ich habe da gerade keine Lust auf genau dieses Gebäude. Und dann steht das wirklich hunderte Folgen lang da rum. Und passiert gar nichts. Ich sollte mich hinlegen. So. Das heißt, noch eben Bäume klöppeln und dann... genau, für das Dach hatte ich mir überlegt, dass ich das wirklich mit den Grassodenblöcken-Dingen da machen wollte. Im Wechsel mit den halben Fichten... Nee, Tropenholzstufen, würde ich sagen. Weil, naja, wir Tropen... Dass wir zumindest ein einheimisches Holz da verwenden. Nicht hier den ganzen anderen Quatsch, der importiert wurde. Und das sieht, denke ich mal, nicht verkehrt aus. Hat noch so ein bisschen durch das Grün noch so einen gewissen Flair, dass es natürlich aussieht, was zu dem Holzhaus ja auch ganz gut passt. Und es ist halt auch mal eine Variante, die wir noch gar nicht gemacht haben. Und das muss auch ein Flachdach sein. Das geht sonst nicht wirklich. Das darf jetzt kein hohes Spitzdach werden, dass du da irgendwie so eine Art Hexenhaus draus zimmern würdest. Das wäre Quatsch. Es muss schon ein bisschen was Abgeflachtes sein. Damit es einfach auch mal zu unserem Charakter passt. So, falls ihr in Wirklichkeit mal ein Haus haben wolltet oder vielleicht sogar eins habt schon, warum auch immer, dann erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Und wo würde das stehen? Eher im Wald, eher irgendwo an einem See, eher irgendwo an der Wiese, in der Stadt irgendwo, wo noch ganz viele andere Häuser sind, irgendeine Wohnsiedlung. Was würdet ihr da gerne haben? Also ich sag mal, es gibt ja verschiedenste Sachen, die man da haben kann. Ich finde da einige von reizvoll. Ich weiß nicht, kombinieren kann man die nicht alle meistens. Also ich finde es zum Beispiel reizvoll, wenn man da wirklich so... In der Nähe von einem Wald ist. In einem Wald ist natürlich auch sehr, sehr schick. Allerdings, ja, ne, wo hat man das schon mal? Oder wo hat man das so, dass da man nicht Ewigkeiten braucht, dass man bis in das nächste Dorf kommt? Das wäre so ein bisschen der Nachteil. Andererseits würde ich auch gerne an so einem See sein, weil ich das Wasser einfach unheimlich gerne mag. Und haben wir das nicht eingeschmolzen hier? Von daher, ich wäre mir nicht so... Genau, da haben wir doch was. Ich wäre mir gar nicht so sicher, wo ich eigentlich irgendwas haben wollte, theoretisch. Also, falls ich mir das frei aussuchen könnte. Ist ja auch nicht immer so. Aber an sich, ich mag gerne Wasser. Da wäre es an einem See gerne schön. Im Prinzip würde ich auch gerne auf einer Insel wohnen, rein vom Ambiente her. Aber da wär mir das wahrscheinlich zu langweilig. Man müsste immer, wenn man irgendwo anders hin müsste, mit einer Fähre fahren. Und solche Sachen. Es ist halt immer mit irgendwelchen Kompromissen behaftet. In der Wohnsiedlung, das sind dann meistens, ja, wäre wahrscheinlich, ja, keine Ahnung, habe ich keine Lust, wenn man da irgend so einen Winzegarten dann nur hat. Und dann guckt der Nachbar ständig rüber, das finde ich auch blöd. Wäre aber halt praktischer, wenn man dann Nachbarschaft hat, weil man dann irgendwie, wenn man nette Leute um sich herum hat, dass man da sich gut mit verstehen kann, meistens irgendwo... In der Nähe gibt es dann irgendwelche Einkaufsmöglichkeiten, solche Sachen, Internet funktioniert. Ja, ich wüsste es ehrlich gesagt nicht, wo ich quasi am liebsten ein Haus hätte, ein eigenes oder halt irgendwie insgesamt, was weiß ich, auch nur ein Haus mieten.
Aber dass man halt richtig vollständiges Haus hat mit Garten und allem Krempel drumherum. So. Von daher würde mich mal interessieren, was habt ihr da für Ideen? Was würdet ihr gerne machen? Warum würdet ihr vielleicht gerne da und da wohnen? Fände ich mal ganz interessant. Tatsächlich. Tja, bietet sich ja gerade an, weil hier es eh um Häuser geht, die mal an einem anderen Ort gebaut werden. So, das ist... Sieht gar nicht so verkehrt aus. Das ist schön. Ist tatsächlich durch die vielen Streben jetzt auch nochmal interessanter. Sieht dann so ein bisschen spezieller aus. Und mit den grünen Sachen hier drin, man könnte auch noch wirklich so ein paar grüne Akzente hier reinlegen. Ich meine, wir haben schon viel Grün allgemein auf der ganzen Welt, aber dass man da so ein paar interessante Sachen noch reinmacht. Oder allgemein hier so ein bisschen mit den Farben spielen. Und jetzt habe ich zu wenig Glas, ne? Toll. Ich glaube aber auch, ehrlich gesagt, dass das hier zu viel ist, wenn ich da jetzt Glas reinmache. Wenn ich das gerade so sehe hier. Das ist zwar jetzt schade für das Glas, wobei haben wir hier, komm, funktioniert das? Kann man das denn wieder rauskriegen? Doch, Glasblock, Knaller. Machen wir es so. Dass wir das hier uns wieder mitnehmen. Haha. Würde ich da wirklich doch wieder Holz reinmachen. Aus mehreren Gründen. Zum einen würde das, es wäre zu unruhig. Durch die ganzen Streben hier wäre es zu unruhig. Da sieht das dann blöd aus da oben. Zum anderen mag ich das, wenn die Decke dann auch wieder wie hier so ein bisschen, dass die Balken dann vorstehen, ein bisschen runterkommen, dass es hier hochgelegt ist. Wird zwar jetzt nicht unbedingt spannender, aber es lenkt nicht von dieser Fensterfront ab, die ja doch, behaupte ich, einigermaßen gelungen ist. Und hier kann man dann, glaube ich, auch besser irgendwelche Glowstones einsetzen, weil die dann ein wenig runterragen. Reicht das? Nee, das reicht genau nicht. Verdammt. Tja. Wie sich das Haus entwickelt, war eigentlich vollkommen anders geplant. Also war eigentlich gar nicht viel geplant, aber halt trotzdem anders geworden jetzt. Mit diesem Bereich hier, das war überhaupt nicht so meine Absicht. Im Prinzip wäre es schön, wenn der Baum ein weiter nach draußen ist. Aber wenn ich jetzt den Stamm hier einversetze, das sähe seltsam aus. Glaube ich. Holztüren. Hätte ich gerne dunkle Türen. Ich hätte jetzt gerne Tropenholz. Weil das hier ist Tropenholz, ne? Oder ist es Fichtenholz? Weiß ich nicht. Komm her. Tropenholz. Ist gar nicht so wahnsinnig dunkel, ne? Aber sollte passen. Sieht ja in jedem Texturenpack wieder anders aus. Manchmal ist es rötlicher. Was auch nicht schlecht wäre, wenn es hier so ein bisschen mehr Farbintensität hätte. Tja. Und ich muss mir wirklich nochmal angewöhnen. Ich kann ja gleich nochmal gucken, ob ich da noch eine Endertruhe habe. Ich muss mir mal angewöhnen, in die Endertruhen so die gebräuchlichsten aller Materialien reinzuschmeißen. Weil wir haben da noch Platz drin. Ne? Da kann man die auch ruhig mal ein bisschen nutzen. Dafür, wofür die da sind. Für unbemannte Transporte. Ender Truen. Wo waren die denn? Hatte ich noch welche davon? Ja, dann müssten die hier unten sein, oder? Ender Truhe. Das ist eine normale Truhe. Oh, Holzfalltüren können wir auch mitnehmen. Können wir noch mit verzieren, theoretisch. Aber mache ich nicht jetzt. Oh, eine Werkbank. Ja, nö. Mit Kolben. Hä? Okay, mit Kolben könnte man auch noch was machen. Eichenholzzaun, Fichtenholzzaun, Eichenholzzauntor. Stimmt, da habe ich ja auch so ewig viele von. Warum auch immer, weil ich zu blöd bin wahrscheinlich. Birkenholz, oh, die ist schick. Die ist schick. Trotzdem, ich will mal gucken, wie so eine Tropenholz... Hey, wir haben auch kein Tropenholz. Fast nichts. Das hier ist... Oh, okay. Wir müssen unbedingt Schwarzeichen basteln. Das Schwarzeichenholz ist super. Das hat genau die richtige Farbe, die ich haben möchte eigentlich. Das wäre mal cool. Das sieht, ja, sieht auch interessant aus. Ich will mal gucken, wie es mit dem Schwarzeichenholz ist. Wow, ich bin wegen einer Holzsorte gehypt. Das ist schlimm. Das ist super. Das ist so richtig rustikal. Ah. Ja, ist auch schön. Problem ist, wir müssen mehr von dem Zeug haben. Habe ich da noch Setzlinge für? Ich bezweifle das gerade mal. Ich mülle gerade mein Inventar voll, ne? Ich bezweifle, dass wir da Setzlinge haben. Schwarzeiche, da haben wir einen Setzling für. Haben wir hier noch Endertruhe?
Endertruhe. Haben wir echt nicht. Warum habe ich keine Endertruhen mehr? Sauerei. Oh. Echt eine Sauerei. Schwarz Asian Holz. Sehr lange. Wo kriege ich die Dinger denn her? Wo habe ich denn überhaupt den ersten hergeholt? Ich meine, wir haben oben auf dem Dach hier ja noch so eine Hütte. Oder habe ich oben noch Setzlinge? Ich weiß es nicht. Müsste ich mal schauen. Ich hätte gerne eine Inventurliste über alle Sachen, die ich so eigentlich in den Truhen habe. Gibt es wahrscheinlich nicht automatisch. Aber wäre nett. Ach, guck mal, ein Bett hätten wir hier gehabt. Ach, natürlich, da sind die Endertruhen. Natürlich. Siehst du mal. Was wollte ich noch? Hey, Schwarzeichenholz. Ja, können wir später machen. Ich habe ja... Doch, die Erde habe ich dabei. Oder zumindest ein bisschen was. Wir können ja ein bisschen testen dann. Ich habe erstmal die Türen gemacht. Es böte sich halt wirklich an, wenn man das aus Dschungelholz macht. Weil wir haben da schon ewig viel von hier. Aber das andere ist halt noch so ein bisschen dunkler. Ich mag das ja, wenn das... Ne, wie gesagt, habe ich schon oft gesagt, ich sage es immer wieder gerne, weil das für mich beim Bauen immer ein wichtiger Teil ist, dass man irgendwie Kontraste hat zwischen hellen und dunklen Farben oder, ja, ne, wenn da irgendwie, wenn das von der Helligkeit her zu gleich beieinander ist, dann ist es irgendwie langweilig meistens. Ich hätte mal noch hier Dings mitnehmen sollen, Lowstones, weil wir haben, glaube ich, keine mehr, oder? Ich glaube nicht. Da rein? Doch. Zack. Brauche ich jetzt gar nicht hier, aber ist egal. Türen. Du bist voll der Türen. Wie? Ach, drei Türen. Ach so. Das ist doch schick. Das waren zu viele Türen. Das sind nochmal spitzenmäßige Türen hier. Ja, aber hallo. Ach, schön. Freue ich mich. Gut, dann machen wir hier auch noch eine rein. Ich setze sie auch mal hier nach drin. Sieht dann halt ein bisschen knuffiger aus von außen. Hier oben dann auch wieder das Übliche. Habe ich noch? Habe ich, genau. Aha. Habt ihr ja vielleicht auch schon gemerkt, dass ich das ganz gerne habe, wenn das so aussieht. Wobei das hier oben wahrscheinlich auch nicht so wichtig wäre, aber doch, es geht schon. Ist hier oben jetzt zwar unspannend, aber dann kann man hier wirklich das noch fortsetzen als Terrasse. Rennt man den Leuten unten auf dem Dach, auf dem Kopf herum. Ich hätte die Zäune mal mitnehmen sollen. Tja, ist doch nett hier. Mache ich das wirklich hier nochmal zu dann, weil da gibt es hier nichts mehr zu sehen. So, ist doch nett. Ist nicht so übertrieben jetzt. Tja, ich glaube, hier oben eine Stufe könnte man dann noch höher machen und dann erst ein Dach drauf. Also, dass man da... War da gerade eine Sternstuppe? Aha. Dass man hier noch so einen kleinen Ticken drauf macht. Ein paar Druckplatten da in, zumindest in die Innenseiten hier. Bisschen Einrichtung wäre nochmal ganz nett. Ist ja eigentlich nicht so meins, aber das heißt ja nicht, dass ich mich davor drücken würde. Ich mache das einfach nur selten. Weil, warum auch immer... Tja, oder man kann sogar, nee, das mache ich nicht. Dass man hier einfach eine Treppe so direkt reinmacht, geht glaube ich nicht, ne? Dass man dann eine Tür dann draufstellt, geht glaube ich nicht, oder? Doch, das ist auch sogar ganz schick. Dann ist hier vorne nichts im Weg. Das ist doch super. So, und jetzt ein paar Türen einfach so. Haha. Total lustig. Dann war es doch gut, dass ich da vier Stück gemacht habe. Ich meine, sechs Stück. Wenn das hier so aussieht, wie es denn aussieht. So. Mir gefällt's. Ist sehr eigen. Aber vielleicht mag ich es dadurch. Man mag alle seine Kinder, auch wenn manche davon eine Klatsche haben. Das ist echt niedrig hier. Wie kann das sein? Hier muss ich wieder hier die halben Sachen da reinschmeißen. Ich meine, klar, es heißt zwar keine halben Sachen, aber an dieser Stelle schon.
Oder? Doch, das geht. Dass man zumindest einen Hauch von Deckenhöhe hat. Komplett ohne, da würde ich mir, da würde ich denken, dass ich ständig die obersten Haare meines Schädels abrasieren würde. Wenn die Decke quasi auf meinem Kopf liegt. Na, so ist doch schöner. Zwar der Unterschied doch nicht sonderlich groß, aber das war ja auch nicht der Plan davon. Kann sogar der hier auch weg. Ah, ist doch cool, ne? Ein bisschen offener. Ja, es entwickelt sich. Es hat was. Hat was Gemütliches. Finde ich persönlich gut. Könnte einen noch nach hinten hier, aber das ist Quatsch. Das ist, was heißt Quatsch? Das wäre Quatsch, das jetzt nochmal umzubasteln. So ist doch nett. Warum auch immer hier ein Balken ist. Da braucht keiner hin. So. Es hat schon seine Gründe jetzt, dass da keiner ist. Es hatte wahrscheinlich vorher auch Gründe, dass da einer ist, aber jetzt hat er Gründe, dass da keiner ist. Weil es schicker ist. So, Druckplatten. Achso, das ist immer noch keine Werkbank. Warum eigentlich nicht? Warum steht die draußen? Das ist doch Quatsch. Hätte ich mal hier die Werkbank hinmachen sollen. Kann man die da... Na, da drüber ist auch blöd. Nom, 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 nom. Workbank. Heißt Werkbank, ne? Genau, Werkbank. Oh. So. Druckplätz. Druckplätzchen machen wir jetzt. Können ruhig dunkel sein. 4 Stück. Zack, zack. Ne, Kontraste so ein bisschen. Ist jetzt natürlich nicht viel, viel dunkler. Was ein bisschen schade ist. Deswegen wäre ich ja gerade mal auf das Schwarzeichenholz scharf. Ach, die geht nach innen auf. Die geht ja nach innen auf und die Musik ist gerade mal zu Ende. Was eigentlich nicht sein kann. Okay, dann geht das doch nicht hier. Oh, verdammt, das ist schade. Nach innen soll die auch nicht aufgehen. Die soll ja nicht einfach im Raum stehen. Warum ist die Musik da zu Ende? Ich weiß nicht, egal. Ich mache jetzt eh auch eine Aufnahmepause. Von daher ist es Schnuppe. Machen wir es hier so. Und dann machen wir doch noch eine hier so vor. Das passt schon. Ist dann halt nicht ganz so schön, aber was soll's. So, können wir eine Platte hier vormachen. So. Es wäre auch noch schön, eigentlich im Haus eine Möglichkeit zum nach oben gehen zu haben, aber ist jetzt eigentlich auch egal. So, wie dem auch sei, es war produktiv. Ich will sagen, es war produktiv. Es sieht von hier nicht anders aus, nicht wesentlich. Aber von der anderen Seite, ich will da jetzt gar nicht hinlaufen. Da sind Türen, toll. Aber ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Adieu.